Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich sehe gerade etwas verstrubbelt aus, weil ich habe gerade Hamiras Gehege etwas verändert. Und deshalb gibt es jetzt für euch eine Cage-Tour. Also seid gespannt. Größere Veränderung ist das Licht. Und zwar lag das ja vorher hier auf den Gitterdeckeln drauf. Und jetzt habe ich es endlich geschafft, festzukleben. Ihr seht jetzt also auch wieder rotes Bild, aber da Hamira draußen ist, da ist sie nämlich und knabbert schon an einer Veränderung rum, möchte ich jetzt nicht das helle Licht anschalten, weil sie sonst wieder abhaut und ihr sollt vielleicht ja auch ein bisschen mein Mäuschen sehen. Und genau, das ist die erste Veränderung. Der LED-Streifen klebt wieder einigermaßen. Hier hat er sich, glaube ich, ein bisschen verdreht, aber das ist nicht so schlimm. Habe ich jetzt mit so einem komischen Gummizeug dran gemacht. Also ich werde den Hamster auch nicht anfassen, weil ich glaube, ihr seht es nicht, aber das ist so ein ganz starker Gummikleber. Den hat mir mein Freund von der Arbeit mitgebracht. Den kriegst du nicht mehr ab. Also hängt sogar noch eine Feder dran. Genau. Dann würde ich sagen, fange ich mal in dieser Ecke an. Wasser kriegt sie übrigens gleich frisch, das habe ich noch nicht gemacht, weil ich die Katze erstmal aussperren musste und Abendbrot bzw. Frühstück hat sie auch noch nicht bekommen. Hier war vorher Heu drin in diesem Häuschen. Da ist jetzt dieses Zinnkraut und Löwenzahn drin. Als das Zinnkraut alleine drin war, war Hamira auch schon zwei, dreimal drin. Das war sie in dem Heuhäuschen nicht. Also hast du da schon mal was richtig gut gemacht, Samik. Es kommt noch ein extra Video, wo sie die ganzen Sachen von dir erkundet. Also kannst du da auch noch mal gespannt sein. Dann habe ich hier und hier mal den Flachs ausgetauscht. Hier habe ich Amaranth, ist das, glaube ich, hingestellt. Da habe ich auch noch mal extra in der Hamstergruppe nachgefragt. Weil als ich das rausgeholt habe, habe ich mir voll in die Finger gestochen. Da sind ziemlich miese Stacheln dran. Aber dem Hamster scheint es nichts zu machen. Also steht es jetzt hier. Da hinten steht ein schwarzer Dari-Kolben. Die liebt sie ja eigentlich auch sehr. Und hier steht noch ein Amaranth. Hier ist dann die Kugel von Samik. Leider ist sie noch nicht so interessant, weil noch keine Leckerlis drin sind. Aber ich habe halt noch keine Leckerlis wie Körner und sowas. Dann stehen hier die zwei Näpfe. An den Wassernapf geht sie ran. Sie kommt auch gut dran. Ich habe jetzt trotzdem mal noch den anderen da stehen, weil da geht sie halt auch gerne dran. Dann hat sie jetzt halt erstmal zwei. Vielleicht bleibt sogar für immer zwei Wassernäpfe, weil ich das eigentlich auch ganz gut finde. Kann sie sich entscheiden, wo sie hingeht. Und da liegt der Frischfutternapf. Da hatte sie jetzt auch schon Frischfutter drauf. Das erste Mal hat sie da bei mir Frischfutter bekommen. Und da hat sie auf jeden Fall direkt gebunkert. Ich habe es aber auch klein genug geschnitten. Dann liegen hier der Topinambur, also Topinambur, Haselnussholz und eine Löwenzahnwurzel drauf. Ich habe schon versucht, ihr Löwenzahn so zu geben, aber sie ist gerade so am Hamstern mit Hamster beschäftigt. Ihr seht ja schon, die Backen sind schon richtig groß geworden von der Kleinen. Die hat das komplette Ding aufgefressen. Ich weiß gar nicht. Das hat sie noch nie gemacht. Also auf die rote Kolbenhülse scheint sie echt zu stehen. Dann habe ich jetzt das Kokosnusshaus aus dem Sandbad hierher geholt, weil im Sandbad ja jetzt was anderes steht. Das Holz von Samik habe ich jetzt mal hier hingelegt. Sie hat auch schon gut dran rumgebuddelt und war auch schon öfters mal drauf. Dran genagt habe ich sie jetzt noch nicht sehen. Also nagen habe ich sie jetzt noch nicht dran sehen. Und dann habe ich hier mal, ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, Quinoa oder sowas ist das, ne? Es war ja auch in der Mischung drin, die Samik mir geschickt hat. Das habe ich jetzt dahingestellt. Und die gelbe Kolbenhirse mal ausgetauscht, weil die ist jetzt auch langsam zur Neige gegangen. An die Rispenhirse geht sie gar nicht so viel. Die ist immer noch da, wie vorher auch schon. Dann sind hier immer noch die Klorollen, die mein Freund ja so hingelegt hat, als Aufgang quasi, die sie auch gerne benutzt hat. Und da liegt ja dann noch die andere Klorolle. Hier habe ich dann noch einen schwarzen Dari-Kolben, den kleinen hingestellt. Sie kriegt ja recht viel Erlebnisfutter, weil sie von der Pflegestelle aus schon mit etwas zu wenig Gewicht zu mir kam. Sie ist jetzt auch nicht pummelig geworden oder sonstiges. Ich finde, sie sieht immer noch genauso schlank aus wie vorher. Ich werde sie jetzt aber demnächst dann mal wiegen, weil sie ist ja auch sehr handzahm und kommt direkt auf meine Hand, wenn ich die Hand reinlege. Das Sandbad konnte ich noch nicht aussieben. Ich habe aber jetzt mal das Große so rausgelesen, was da noch drin lag. Und da steht jetzt das schöne Keramikhäuschen von Samik. Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Ich liebe es. Es sieht so toll aus.
Und die Kleine hat das auch schon erkundet, hat auch hinten dran schon gut den Sand hingeschüttet. Ich habe das jetzt eben noch mal ein bisschen geglättet und halt, wie gesagt, die größeren Sachen rausgelesen. Der Flachs da hinten steht noch. Da will sich die Kleine präsentieren. Ja, jetzt geht's ans nächste Lebensfutter. Du hast doch gar keinen Platz mehr in deinen Taschen. Okay, und da steht noch der Flachs rum, den lasse ich noch drin, den mag sie auch ganz gern, da habe ich jetzt aber nichts mehr von. Und wie ihr hier vielleicht schon sehen könnt, hat sie sich einen Gang gebuddelt. Und zwar geht der unter dem Laufrad rein, da seht ihr vielleicht die zwei Löcher. Und dann geht sie immer hier rein und dann hier lang und dann unter das Sandbad. Ich habe ja echt gehofft, dass sie keinen Bau unter das Sandbad baut, aber dazu komme ich nochmal in einem extra Video. Genau, und hier hinten hat sich jetzt gar nicht wirklich viel mehr verändert, außer halt. Das war mal vor 5 Minuten eine rote Kolbenhirse, aber nur eine ganz kleine, also die war so groß, so ein Babyding. Aber sie ist jetzt auf jeden Fall schon weg und komplett in Hamiras Backentaschen verschwunden. Das ist so verrückt, wie schnell die kleine Maus ist. Als würde ich ihr nie was zu essen geben. Mein Freund hat ihr sogar gestern viel zu Futter gegeben. Und sie macht so, als würde sie nie Futter bekommen von mir. Richtig schlimm, die Maus. Und da habe ich dann noch ein bisschen Löwenzahn verstreut. Und das war es eigentlich schon. Mehr habe ich gar nicht verändert am Gehege. Es sieht inzwischen schon, finde ich, deutlich besser aus als vorher. Mir fehlen immer noch ein paar Sachen. Es sollen noch ein, zwei Korkröhren dazukommen und vielleicht noch eine Weinrebe, weil es sieht mir immer noch ein bisschen zu leer aus. Und ja, aber der Kleinen gefällt's. Sie fühlt sich sichtlich wohl und das finde ich auch super. Ja, ihr seht ja, die ist nicht zu dick. Das ist, ihre Backentaschen sind halt ein bisschen voll. Genau. Unter der Ebene hat sie sich auch schon schön lang gebuddelt und hier auch. Also unter den Ebenen buddelt sie gerne. Ich glaube, ich habe das Streu nicht fest genug gedrückt. Da habe ich sie nämlich noch gar nicht Gängebuddeln gesehen, leider. Aber ja, mal gucken. Vielleicht kommt es ja noch oder sie macht es einfach von sich aus nicht gerne. Dann war es das schon mit dem Gehege-Update. Wie gesagt, es kommt noch ein extra Video dazu, wie sie Samiks Sachen findet. Und von der Katze auch. Also da kommen noch zwei Videos. Und dann möchte ich demnächst auch mal ein Hamira-Update drehen, wenn ich denn mal die Kopfhörer von meinem Bruder kriege, weil ich habe noch kein Mikrofon. Mal gucken, was morgen unterm Weihnachtsbaum liegt. Genau, dann wünsche ich dir schon mal ein schönes Fest. Ich hoffe, ich schaffe es noch, das jetzt zu schneiden. Wie viel Uhr ist es überhaupt? Es ist schon 0:01 Uhr. Okay, also es kommt am 24. Dann wünsche ich euch ein schönes Fest heute Abend mit eurer Familie und schöne Weihnachtsfeiertage, falls wir uns nicht mehr sehen. Aber es kommt hier noch ein Video vom Adventskalender-Tauschi. Also das ist der Tausch-Adventskalender von Julia Marie. Mit ihr habe ich ja auch schon mal ein Tauschpaket gemacht. Genau, aber mit dem Video war es das. Ich blabber schon wieder zu viel. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, schreibt mir gerne einen Kommentar. Im Moment kriege ich ja echt viele Kommentare, was mich mega doll freut. Und ich lese auch jeden einzelnen Kommentar und versuche auch jeden zu beantworten. Und lasst mir gerne noch ein Abo da. Ich bin so glücklich, dass wir jetzt über 80 Abonnenten erreicht haben. Vielen lieben Dank dafür. Ich habe mich so saumäßig gefreut. Und mein 80. Abonnent war sogar Lucia Dreggenmerry. Kennt ihr sie? Die macht ja auch, die hat ja auch ganz viele Haustiere. Und ja, aber das ist jetzt auch nochmal ein anderes Thema. Habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao! -i.